Hey, welcome back zu einem neuen Sander Smith Video. Ich zeige euch in diesem Video, was ich hier in meinem Rucksack habe, what's in my bag, wenn ich gehe biken. Wir sind hier auf dem Monte di Motti im Tessin. Wunderschönes Wetter. Bin hier auf einer Tour alleine. Ich würde sagen, let's roll that intro und wir fangen direkt an. Sind ihr wieder dabei? Freut mich mega. Danke vielmals für euren Support. Ich schätze das echt. Es freut mich. Ich will gar nicht viel um den heißen Brei herumreden. Wir fangen direkt an. Ich will das eher kurz und knackig behalten. Ich habe hier den Eiern-Rucksack. 14 Liter mit Rückenpanzer. Größe SM. Hat hier oben ein grosses Hauptfach, wo man kann bis hier aufmachen kann. Da hat es so Raster. Da kann man den so rausklappen. Da hat es ein Brillenfach rein dran. Da könnte man noch weiter ganz aufmachen, dass man eigentlich den ganzen Rucksack aufklappen kann. Hier unten hat es ein separates Fach, wo ich den Mech-Pouch und First Aid und all das Zeug drin habe. Dann haben wir hier auf der Seite zwei Seitentaschen. Wir haben am Hüftgurt haben wir kleine Taschen. Wir haben zwei Bändel hier auf der Seite, die wir lösen können, wo wir Sachen dran anschnallen können. Wir haben hier unten noch ein Fach, wo wir den Helmhalter rausnehmen können. Wir haben hier noch ein kleines Fach, wo wir so Sachen rein tun können, wie Seitenkärtchen. Rabattcode-Kärtchen. Was ich euch als erstes zeigen will, was ich dabei habe, war ein Werkzeug. Und zwar gibt es da so ein Etui dazu. Das kann man so aufrollen. Den Rucksack mal auf die Seite. Da habe ich Kleinteile dabei. Tool, Salami, Spitzzängli. Salami drin, schon vorbereitet, um die Löcher zu stopfen, wenn man die Jubles fährt. Reifenheber brauche ich eigentlich nicht, ausser wenn man Kaschkor hat und richtig am Arsch ist. Dann haben wir ein Tool, WC-Papier, man weiß es nie. Panzertape, ein bisschen aufgerollt, dass man nicht die ganze Rolle mitnehmen muss. Ein Schaltkabel, Nasentüchle, CO2-Kartusche mit Adapter, Ersatzkartusche. Obwohl ich da eigentlich muss sagen, ich bin mehr Fan von einer Pumpe, weil in einer Pumpe hat man einfach unlimitiert Power. Die Kartusche ist irgendwann leer, vor allem wenn man irgendwie ein kritisches Loch hat, wo man irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht dicht kriegt. Mit der Pumpe hast du unlimitiert Luft. Da bevorzuge ich eine mit Schlauch, dass man das Ventil ein bisschen schonen kann. Das ist zum Beispiel von Bontrager. Ich verlinke euch alle Bontrager Produkte unten in der Videobeschreibung. Das zudem. Dann habe ich hier noch ein Schaltauge dabei. Das ist praktisch bei Track, haben eigentlich Mountainbike alle die gleichen Schaltauge. Dann habe ich hier Kettenschloss dabei. Sogar zweimal. Ein 20er-Nötli. Oh, sogar dreimal Kettenschloss. 20er-Nötli. Ersatz-Salami habe ich dabei. Ein Sackmesser. Schweizer Sackmesser. Ein kleines Tübli Sonnencreme. Das Müsterli. Nochmal ein kleines Sackmesser. Das letzte Teil, das ich da drin habe, um das Ventil zu machen. Die Jubles-Ventil, wenn sich die lösen, vor allem bei so Pumpen, wo man draufschrauben muss, kann sich das Ventil lösen. Dann kann man es mit dem festziehen. Das habe ich hier in diesem Pouch drin. Lande gerade mal da. Dann habe ich zusätzlich noch ein Fläschchen Tubeless-Milch dabei. Sehr gut, wenn man auch kritische Situationen hat und irgendwie einfach nicht mehr dicht kriegt. Könnt ihr da schnell nachfüllen und nachher sollte es eigentlich sicher wieder dicht sein. Dann habe ich noch Kettenwachs dabei. Kann immer sein, dass ihr irgendwie vergessen habt, Kette schmieren und es nervt auch Huren und es quietscht und giert oder einen Kollegen braucht, dann haben wir etwas dabei zum Schmieren. Dann haben wir da noch einen Regenschutz für den Rucksack dabei. Klein, braucht keinen Platz. First Aid Kit, ganz wichtig. Brauche ich sehr viel. Da habe ich einfach das Nötigste drin. Okay, gut, ich habe eigentlich recht viel drin. Was ich ganz oben drin habe, Desinfektionsspray. Kann man immer schnell kleine Wunden, kann man schnell desinfizieren. Habe ich das da immer so einen Plastiksack drin. Was ich am meisten brauche, sind Pflasterli. Da habe ich grosse Pflasterli schon vorgeschnitten. Hat es eine Rettungsdecke drin, Gasen, Verbände für ein bisschen grössere Sachen. Eine Pinsette, was habe ich da alles drin? Klebeband, Wattestäbli. Nicht vergessen nachfüllen, wenn ihr irgendetwas braucht. Dann habe ich da noch Paracetamol dabei, Schmerztabletten. Müsst ihr ein bisschen wissen, könnt ihr nicht einfach immer nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie eine grosse Wunde habt und es ist blutverdünnend und macht ihr eher noch mehr kaputt. Könnt ihr nicht einfach jedem geben. Ein bisschen vorsichtig sein. First Aid Kit, ganz wichtig, brauche ich sehr viel. Meistens nur die kleinen Pflasterli. So, dann, wenn wir gerade bei First Aid sind. Das Tourniquet habe ich auch viel dabei. Es ist jetzt vielleicht eher ein bisschen overpowered. Tourniquet, die im Militär sind, wissen, was das ist. Das ist, wenn man eine grosse, starke Blutung hat. Kann man mit dem Arm oder Bein Blutung stoppen. Ich habe schon ein Video gesehen, wo einer auf einen Ast gefallen ist, die Hauptschlagader im Oberschenkel getroffen hat und es hat nur noch Blut gespritzt. Dann muss es ziemlich schnell gehen, dann geht es um Leben und Tod. Und genau für solche Sachen ist ein Tourniquet gut. Hast du einfach dabei, falls du es brauchst. Wenn ihr im Militär gewesen seid, habt ihr so eins, könnt ihr es mitnehmen. Müsst aber nicht. Ja?
Oder falls euch der Arm abgeht vor lauter Armpump. So, was haben wir noch dabei? Da unten ist jetzt leer. Ah, ein Feuerzündwürfel. Falls es nicht schaffen, um das Feuer zu machen, zum Bröteln. Dann habe ich noch eine Maske dabei. Ist momentan auch gerade nicht so schlecht. Dann kommen wir eigentlich zum Hauptteil. Snacks und Jacken. Was ich immer dabei habe, ist so eine kleine Windjacke. Die braucht fast keinen Platz und hilft schon brutal viel. Von einem kleine Windjacke kann man sehr klein zusammen machen. Und meistens reicht es eigentlich schon, weil das, was kalt ist, ist der Wind. Mit dem habt ihr eigentlich dann schon relativ warm. Und wenn es noch gröber wird und wenn ihr noch Platz habt, könnt ihr noch eine grössere mitnehmen. Ihr habt auch die Three-Layer Jacket von Iron. Die ist noch wasserdicht, winddicht und gibt auch noch mal ein bisschen mehr Warmth. Die habe ich hier. Dann, ganz wichtig, Cervela. Tröchenfrüchte, ein paar Riegel, Pickpunk, ein Oat Bar, ein Energy Bar, nochmal ein Energy Bar, Protein Bar, da von Beat Change noch ein Schäl, und der ist auch noch von Tour de Mont Blanc dabei. Da. Und jetzt, von Velo Plus, vom Lucky geschenkt gekriegt, vorgestern. Schaut euch das an. Ein Grillspieß. Zum Bröteln kann man die Cervela draufstecken und bröteln. Für so Profi-Grillers wie mir ein Must-Have. Und man kann es da 90 Grad drehen, zurückfahren und dann hat man eine Gabel. Sehr unnötig, aber sehr geil. Und ja, jetzt, wo wir so viel am Grillieren sind, super sick. Musst du nicht mehr einen Stock suchen. Den habe ich jetzt auch immer dabei. Danke vielmals, Lucky. So, was haben wir noch? Oh, ja. Dämpferpumpe. Ist auch noch nice to have sometimes. Kabelbinder habe ich vergessen. Kabelbinder habe ich noch dabei. Auch wichtig, so wie Panzertape. Grosse und kleine. Dann haben wir alles. Ja. Bei den Visitenkärtchen. Natürlich noch Feuerzünder zum Bröteln. Und nochmal ein Sackmesser. Sackmesser kann man nicht genug dabei haben. Ja. Das wäre alles. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Verlinke euch die meisten Sachen unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr draufklicken, schauen, was es ist, wo ihr es kriegen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen inspirieren. Nehmt das mit, was ihr das Gefühl habt, ihr braucht. Könnt auch ein paar Sachen weglassen. In dem Sinn. Danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, abonnieren, Glocken aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten. Peace out! Oh, den Schlauch habe ich vergessen zu zeigen. Also der Schlauch zum anderen abschleppen mit dem E-Bike. Nein, natürlich auch noch einen Schlauch. Wenn es die Tubeless irgendwie nicht mehr habt, können wir immer noch einen Schlauch hinein. Check!